Hallo Leute, vielen Dank nochmal für die positiven Bewertungen und Kommentare. So langsam aber sicher rollt der Kanal an. Da ich diesen alleine betreibe und in letzter Zeit viel bei mir los war, kam es dementsprechend in den letzten Videos zu Flüchtigkeitsfehlern, für die ich mich bei euch entschuldige. So sollten zum Beispiel bei der Teaser-Analyse und dem Hodor-Video Ausschnitte im Originalton dabei sein, die mich viel Zeit in der Bearbeitung gekostet haben. Leider musste ich diese Videos aus Urheberrechtsgründen wieder löschen und unter Zeitdruck wieder zusammenschneiden und abermals hochladen. In Zukunft nehme ich mir eindeutig mehr Zeit dafür. Ich freue mich auch zu sehen, dass ihr euch untereinander in den Kommentaren unterhaltet. Die Community wächst stetig und ich verspüre den Wunsch, euch etwas für eure Treue und dem Zuspruch wiederzugeben. Darum werde ich, sobald die ersten 500 Abonnenten erreicht sind, alle zwei Wochen unter meinen Abonnenten Geschenke verteilen, auch Giveaways genannt. Anfangs natürlich erstmal kleinere Dinge wie coole Schlüsselanhänger und Figuren oder ähnliches von Game of Thrones, da ich wirklich noch weit davon entfernt bin, mit YouTube Geld zu verdienen, und dann hoffentlich bald Größeres wie Bücher, DVDs, Blu-rays und so weiter. Am besten gleich abonnieren, dann seid ihr definitiv auf der sicheren Seite. Kommen wir nun zum heutigen Thema. Wer wird die Reinkarnation von Azor Ahai und warum? Es gab seit Beginn der Diskussionen um den verheißenen Prinzen mehrere Kandidaten, doch letztendlich sind es nur zwei lebende Charaktere, die alle oder so gut wie alle Punkte der Prophezeiung erfüllen. Manche halten auch Bran für Azor Ahai, aber allein der Fakt, dass er nicht laufen kann und ich ihn für Brandon den Erbauer und vielleicht sogar noch mehr halte, lässt ihn für mich aus dieser Gleichung fallen und werde in diesem Video nicht weiter auf ihn eingehen. Somit bleiben eigentlich nur noch Jon Schnee und Daenerys Targaryen übrig. Doch wer ist eigentlich Azor Ahai und wieso ist er oder sie so wichtig? Ich fasse kurz zusammen. Überall auf der Welt, die George R.R. Martin erschaffen hat, gibt es ähnliche Berichte über die Lange Nacht und dem legendären Helden, der diese beendete. Die Lange Nacht war eine dunkle Zeit vor ca. 8000 Jahren, die eine ganze Generation lang anhielt. Während dieser Zeit soll es kein Tageslicht gegeben haben und weiße Wanderer sollen auf toten Pferden und monströsen Spinnen vom Norden aus geritten sein, um alles Leben zu vernichten. Man weiß, dass die Lange Nacht Westeros betraf, aber auch die Rhoyna und der ferne Osten, also war es wahrscheinlich ein weltweites Ereignis, dessen Ursprung dem geografischen nördlichen Mittelpunkt der Erde entspringt. Die Nordmänner erzählen, dass der Held sich mit den Kindern des Waldes zusammengetan hat, um die Schlacht um den Morgengrauen zu gewinnen. Die Nachfahren der Rhoyna sagen, dass ein Held ihre Götter überzeugte, den Tag mit einem heiligen Lied wiederzubringen. In Yeti, eine Region in Essos, sagen sie, dass eine Frau mit Affenschwanz die Sonne wiederbrachte. Sie stellen das asiatische Äquivalent dar und die Legende ist wahrscheinlich an die Reise nach Westen angelehnt, einem der vier klassischen Romane der chinesischen Literatur über den Affenkönig Son Goku. Darauf basiert auch lose der weltweit bekannte Anime Dragon Ball. Die Asha'i nennen ihren Helden Azor Ahai und prophezeiten, dass er wiedergeboren wird, um die Welt ein weiteres Mal zu retten. So haben wir es ja schon öfter zum Beispiel von Melisandre gehört. Je weiter nördlich wir von Ashai ausgehen, desto mehr Namen werden für einen ähnlichen Helden genutzt, wie Hyrkun der Held, Yentar, Nefarion oder Eldrick Schattenjäger. Und natürlich die Bezeichnung der Prinz, der verheißen wurde. Manche Fans der Serie sind der Meinung, dass Azor Ahai und der Prinz, der verheißen wurde, unterschiedliche Personen darstellen. Dazu gibt es jedoch keinen Anlass. Melisandre, Aemon und selbst George R.R. Martin sagen, dass die beiden ein und dasselbe sind. Auch sonst hört man keine Unterscheidung in der Welt von Westeros. Es heißt weiterhin, dass Azor Ahai drei Anläufe brauchte, um das flammende Schwert Lichtbringer zu vollenden und dass er es erst schaffte, nachdem er es durch das Herz seiner Frau Nissa Nissa stieß und es daraufhin entflammte. Mit Lichtbringer in der Faust hat er die Menschheit zum Sieg gegen die dunkle Bedrohung geführt, das Tageslicht zurückgebracht und die Welt gerettet. Wenn wir nun die verschwommenen Gemeinsamkeiten der verschiedenen Geschichten nehmen, hört es sich sehr nach derselben Person und Ereignissen an, je nach Region angepasst. Wahrscheinlich trägt auch das Prinzip der stillen Post dazu bei. Ich nenne ihn weiterhin Azor Ahai, da uns der Name am geläufigsten ist. Die meisten glauben, dass Jon Schnee der versprochene Prinz ist, gefolgt von Daenerys Targaryen, aber auch andere Charaktere haben ihre Kandidaten. Melisandre sagte, dass Azor Ahai zwischen Rauch und Salz wiedergeboren wird, wenn der rote Stern blutet und die Dunkelheit sich sammelt. Dasselbe hören wir von Aemon Targaryen und in den Büchern von Benero und Marvin der Magier. Vor kurzem wurde bekannt, dass der Schauspieler Jim Broadbent, bekannt aus den Harry Potter Filmen, die Rolle des Marvin übernimmt und Samwell Tarly wird mit ihm zu tun haben. Rhaegar Targaryen glaubte selbst der versprochene Prinz zu sein und mit seinen Kindern die Prophezeiung des dreiköpfigen Drachen zu erfüllen. Dies ist wiederum ein anderes Thema, zu dem ich bereits ein Video vorbereitet habe und die Tage für euch hochlade. Insgesamt gibt es aber gleich sieben Zeichen für Azor Ahais Rückkehr. Der Stern, Salz, Rauch, ein Schwert, ein Opfer, womit der Tod von Nissa Nissa gemeint ist, Drachen, die aus Stein befreit werden und laut Aemon und anderen zuletzt noch Targaryenblut.
Melisandre kennt die Zeichen und dennoch versuchte sie die Wiedergeburt Azor Ahais in Stannis Baratheon mit ihrer Zeremonie zu erzwingen, nachdem sie den roten Kometen sah. Bekanntermaßen ist daraus jedoch nichts geworden. Kommen wir nun zu den Favoriten. Daenerys sieht den roten Kometen auch und deutet ihn als gutes Zeichen. Sie läuft imposant bei der Feuerbestattung ihres Ehemanns Khal Drogo in die Flammen und wird daraufhin im Rauch als Mutter der Drachen wiedergeboren und befreit die Drachen aus ihren steinernen Eiern. Davor verlor sie ihr ungeborenes Kind, während sie eine Hexe beauftragte, Khal Drogo durch Blutmagie zu retten. Hinzu kommt, dass Daenerys Geburtsort Drachenstein ist, ein Ort von Rauch und Salz, genauer gesagt Meerwasser. Als waschechte Targaryen hat sie natürlich auch das Blut und somit sind bis auf das Schwert alle Zeichen abgedeckt, wobei gestritten wird, ob Khal Drogo oder ihr ungeborener Sohn das Opfer darstellt. Die Drachen sind eindeutig eine Waffe und wenn man jetzt das Schwert mit einer Waffe gleichstellt, wäre auch dieser Punkt erfüllt. Es wäre vielleicht auch etwas realistischer im Kampf gegen die gewaltige Armee der Weißen Wanderer als ein Mann mit einem brennenden Schwert. Doch was ist mit dem König des Nordens und Spitzenfavorit Jon Schnee? Jon gab sein Leben für seine Überzeugung, wurde buchstäblich wiedergeboren, seine Wunden dampften in der kalten Umgebung seines Todes, Bowen Marsh weinte salzige Tränen auf Jons Leichnam und auch der Komet war natürlich derselbe, den Melisandre und Daenerys bereits gesehen hatten und lange vorbeigezogen war. Und so wie es aussieht, scheint Jon sich als Rhaegar Targaryens Sohn herauszustellen. Als halber Stark und Targaryen wäre er damit sozusagen das Lied aus Eis und Feuer. Das Einzige, was mich daran stört, ist, dass ihm das typischste Targaryen-Merkmal fehlt, die blonden oder als Mischling zumindest helleren Haare, die sein Targaryen-Blut ihm mitgeben sollte. Vielleicht führt uns der Autor auf eine falsche Fähre und Jon ist letztendlich doch Robert Baratheons Sohn. Damit hätte er immer noch Anspruch auf den Thron, aber viele andere Spekulationen unsererseits wären zumindest dahin. Ich sammle natürlich weiterhin Informationen und wenn ich genug Brauchbares habe, lasse ich es euch auch wissen. Bleiben wir aber fürs Erste dabei, dass er ein Targaryen ist. Ein mächtiges Schwert aus valyrischem Stahl namens Langklaue hat er auch bereits und muss es laut Prophezeiung nur noch entflammen, um alle Punkte zu erfüllen. Dazu muss er es in das Herz seiner Frau oder Liebe, je nach Interpretation, stoßen, dazu komme ich aber gleich. Es gibt noch mehr Hinweise, die für Jon sprechen. Jedes Mal, wenn Melisandre in ihren Visionen Azor Ahai erblicken will, zeigt ihr Gott ihr nur Schnee. Da es dort wohl kein Fernsehen gibt, gehe ich davon aus, dass tatsächlich einfach nur Schnee gemeint ist. Schnee sehen wir übrigens auch in Daenerys Vision vom Eisernen Thron fallen und vor allem dieser ist mit Schnee bedeckt. Zusätzlich hat er im Buch noch einen Traum, in dem er ein brennendes rotes Schwert gegen die weißen Wanderer an der Mauer schwingt. Dabei schreit er Feuer und erschlägt die Frau, die er liebte, selbst, denn zu spät erkannte er Ygritte. Vielleicht ist das eine Vision der Zukunft, wobei das Schwert aber erst in diesem Moment wahrhaftig entflammt. Da er allerdings persönlich Ygrites Leiche verbrannte, werden wir sie wohl nicht wiedersehen. Vielleicht ist es eine andere Rothaarige, vielleicht Sansa, die er auch liebt, aber als Schwester. Man könnte mittlerweile auch sagen, dass er Langklaue vielleicht durch Daenerys Herz stoßen muss, um das Schwert zu entflammen, vorzugsweise nachdem die beiden einen politisch motivierten Ehebund geschlossen haben. Sie hat eindeutig Feuer in sich und somit wäre die Prophezeiung erfüllt. Leider kann ich mir dieses Szenario zu gut vorstellen und mir gehen George R. R. Martins Worte nicht aus dem Kopf, dass sein Ende bittersüß sein wird. Und was wäre bitterer und süßer, als zu sehen, wie Jon Daenerys sein Schwert durch das Herz stößt, vielleicht sogar unter Tränen der Liebe und ein gewaltiger Feuerstoß aus ihrer Brust schießt, ähnlich dem Drachenodem, der dann das Schwert entflammt und letztendlich der Prinz, der verheißen wurde, wiedergeboren wird. Noch dazu bewies Jon bereits in der Schlacht der Bastarde, dass er Manns genug ist, sich alleine mit gezogenem Schwert einer gesamten angreifenden Armee zu stellen. Wer ist also nun derjenige, der verheißen wurde, Daenerys oder Jon? Ich persönlich kann und will gar nicht zwischen meinen beiden Lieblingscharakteren entscheiden und am Ende kommt vielleicht alles ganz anders. Vielleicht lacht uns der größte Hinweis als Titel getarnt bereits die ganze Zeit ins Gesicht und es dreht sich alles um die Zusammenkunft von Eis und Feuer, sprich Jon und Daenerys, und beide zusammen ergeben den Helden, der die ganze Welt retten wird. Auch das wäre irgendwie realistisch, wenngleich auch weniger dramatisch oder bittersüß. Was meint ihr, wer der versprochene Prinz ist? Schreibt es mir in die Kommentare, lasst ein Like da und abonniert meinen Kanal, um immer auf dem Neuesten zu sein. In dem Sinne, bis bald und Valar Morghulis.